Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol bin am Ende mit meinem quasi der werden, allererste ja. Schritt, die kritischen Blutungen oder sie wurde der Länge alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Dann herzlich willkommen zurück zu unserer Reihe Sun Fresh Ups im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, trotz allen Corona-Dingen, die es so gab. Ihr seht vielleicht schon an den Bildern, es ist nicht ganz unser übliches Format. Wir haben uns nicht in die Chausseestraße begeben, es ist ja gerade irgendwie Lockdown, sondern sind mal ganz voll zu Hause geblieben, machen das so ein bisschen im Skype-Format und ja, versuchen euch von zu Hause zu begeistern. Ja. Unser Thema heute, das ist Brand. Ja, und zwar nicht Brand im Sinne des Durstes, sondern Brand im Sinne der Feuerwehr. Es brennt. Oh Gott, was tun wir dann eigentlich? Ganz genau. Und bevor wir da jetzt so ein bisschen ins Medizinische einsteigen, natürlich noch ein, zwei Anmerkungen allgemein dazu. Was mache ich eigentlich, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich irgendwo bin und es brennt? Da gibt es ein paar einfache Regeln, an die man sich halten sollte. Regel Nummer eins ist natürlich immer, man sollte sich möglichst in Sicherheit bringen. Das heißt auch, man sollte sich nicht in unnötige Gefahr bringen. Dann sollte man selbstverständlich immer andere warnen. Und nach Möglichkeit auch die Feuerwehr alarmieren, selbstverständlich, damit sie löschen kann. Und sofern es eben vor der Maßgabe der eigenen Sicherheit möglich ist, natürlich auch einen Löschversuch unternehmen. Grundsätzlich gibt es da so zwei Szenarien, die wir unterscheiden. Zum einen, ich bin irgendwo in einer, sagen wir, Wohnung und es brennt in dieser Wohnung. Dann ist natürlich das Geschickteste, was ich machen kann, diese Wohnung umgehend zu verlassen und nach Möglichkeit, um eine weitere Ausbreitung des Brandes und auch der Brandgase, die Tür hinter mir zu schließen. Schlüssel bitte mitnehmen. Die Feuerwehr will wieder rein. Und die zweite Möglichkeit ist, ich bin in irgendeiner Wohnung oder in irgendeinem Raum und stelle fest, es brennt im Gebäude, aber eben nicht bei mir. Dann nach Möglichkeit nicht durch verrauchte Flure rennen, nicht mehr Aufzüge benutzen und wenn eben durch Verrauchung die Fluchtwege nicht mehr zu erreichen sind, die Wohnungstür schließen, nach Möglichkeit mit so einem feuchten Handtuch oder so unten den Spalt abdecken und sich dann von der Wohnung aus bei der Feuerwehr bemerkbar machen. Zum einen, indem man tatsächlich bei der Feuerwehr anruft und sagt, ich bin hier im Brandgebäude in der so und so vielten Etage, im Raum, der sich da und dort befindet und dann eben entsprechend am Fenster oder vom Balkon aus auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr kommt und holt einen. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, durch den verrauchten Flur oder in irgendeiner Form durch Gefahrenbereiche durchgehen. Genau. Und warum das gefährlich ist oder in welche Richtung wir heute gehen, erzählt Nils gleich nochmal. Dazu muss er allerdings ein bisschen ausholen. Wir müssen einmal so ein bisschen noch über Physiologie im menschlichen Körper sprechen. Genau. Wenn es brennt, dann gibt es im Grunde zwei gefährliche Sachen, die da irgendwie, mal abgesehen von dem bloßen Feuer, die uns aber irgendwie noch akuter interessieren. Und das sind einmal Rauchgase und da ganz speziell das Kohlenstoffmonoxid und einmal natürlich CO2. CO2 ist relativ simpel, wenn wir CO2 da haben, zu viel verdrängt das den Sauerstoff oder wir haben keinen Sauerstoff mehr. Ohne Sauerstoff können wir nicht atmen. Das ist blöd, also beziehungsweise wir können natürlich schon atmen, aber wir ersticken, weil wir brauchen ja gerade Sauerstoff. Ein bisschen komplizierter ist es beim Kohlenstoffmonoxid. Beim Kohlenstoffmonoxid ist es so, dass wir das sehr schön einatmen können und wir können das auch in unser Blut aufnehmen. Das Problem ist, das bindet an das Hämoglobin, also an dieses rote Blutprotein, ja, was das Blut schön rot färbt und verhindert damit, dass an der Stelle Sauerstoff gebunden wird. Das ist schon mal blöd, das heißt, da ist jetzt Kohlenstoffmonoxid gebunden, das können wir irgendwie nicht nutzen und dafür keinen Sauerstoff. Das wird noch viel blöder, weil das hat eine vielfach höhere Bindungsstärke. Das heißt, Sauerstoff kommt da einfach nicht mehr dran. Das hängt viel fester an diesem Hämoglobin dran. Das sorgt dafür, dass wir effektiv innerlich ersticken, wenn wir zu viel Kohlenstoffmonoxid haben, weil wir einfach keinen Sauerstoff mehr im Blut transportieren können. Jetzt wird es noch blöder. Wenn wir das Ganze in unserem Pulsoxy anschauen oder auch uns so den Patienten anschauen, dann fällt uns das erstmal nicht unbedingt auf, weil der typische Patient, haben wir ja schon mehrfach auch erwähnt, der Atemnot hat, der keinen Sauerstoff im Blut hat, der wird blau. Ja, warum wird der blau? Weil nichts an dieses Hämoglobin gebunden ist. Das ist ja hier aber gerade nicht so, sondern da ist etwas an das Hämoglobin gebunden. Das heißt, der Patient sieht eher rosig sogar aus, eher rötlich-rosig als statt blau. Und das Pulsoxy sagt uns, wir haben eine hervorragende Sättigung, jedenfalls unser normales Pulsoxy sagt das. Wir haben eine hervorragende Sättigung, da kann überhaupt kein Sauerstoffproblem sein. Effektiv hat der Patient aber genau das, viel zu wenig Sauerstoff im Blut.
Genau so sieht's nämlich aus. Das heißt, von allem, was man erstmal so mit Brand in Verbindung bringen würde, nämlich Großfeuer und Rauch und sonst was, ist alles wunderbar zu sehen oder auch zu spüren im Fall von Wärme und Hitze. Aber die wirkliche Gefahr ist tatsächlich Kohlenstoffmonoxid als Gas, das man weder riecht noch sehen kann. Deshalb ist es auch so wichtig, eben sorgsam sich aus diesen Gefahrenbereichen herauszuhalten, weil man eben gar nicht erkennt, was für Gefahren dort lauern. Zusätzlich zu dieser unsichtbaren Gefahr gibt es natürlich, Nils hat es eben schon erwähnt, auch noch die großen und sichtbaren Gefahren. Das heißt, wir haben natürlich im Falle eines Brandereignisses, wenn wir jetzt so ein bisschen aus der eigenen Perspektive wieder zur Patientenversorgung übergehen, neben eben diesen Problemen des Sauerstoffmangels natürlich auch Probleme mit zum Beispiel klassischen Verbrennungen, mit weiteren Schäden durch entsprechende Hitze und natürlich auch Schäden durch die giftigen Gase. Das heißt, neben dem Kohlenstoffmonoxid entstehen natürlich, je nachdem, was verbrennt, auch andere Giftstoffe, die eingeatmet werden können und dementsprechend mit Schäden für Lunge und Körper oder für Schäden an Lunge und Körper sorgen können. So, das heißt, im Falle eines Brandes oder wenn wir mal an einer Brandstelle tätig sind, im Rahmen des Sanitätsdienstes oder überhaupt als Ersthelfer, müssen wir eben genau darauf achten, zu erkennen, dass Patienten möglicherweise diese verborgene Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid haben, aber eben auch Vergiftungen durch alles andere, was dort passieren kann und eben Verbrennungen oder Ähnliches. Was genau wir machen können, um Patienten zu untersuchen, dazu kann Nils noch ein bisschen was sagen. Ja, einmal haben wir Glück, das gibt ein paar Symptome, die zusammen mit der Anamnese, die einfach ganz wichtig ist bei so einem Geschehen, ne? Also wo kommen Sie gerade her? Aus dem brennenden Haus. Aha, das ist ein deutlicher Hinweis. Da können uns noch so ein paar andere Dinge auffallen. Ja? Typisch ist, dass die Leute Kopfschmerzen entwickeln. Nicht unbedingt sofort, aber so in den nächsten Minuten, Stunden. Ja? Kopfschmerzen, Übelkeit mit Erbrechen, Bewusstseinstrübung, ja, und so ein allgemeines Schwächeempfinden, das ist so ganz klassisch. Dann, ich habe es schon erwähnt, wenn wir uns die anschauen, dann kann es sein, dass die zum Teil sehr rosig, fast auffällig rosig aussehen, ja, also so ein bisschen eher, als hätten die einen Sonnenbrand eigentlich. Nur auch an Stellen, die nicht der Sonne ausgesetzt waren oder dem Feuer. Wo man also sagen kann, das kann gar kein Sonnenbrand sein eigentlich, ja. Was sehen wir noch? Gerade wenn die Rauchgase auch, also diese anderen giftigen Dämpfe und Gase eingeatmet haben, dann kann es sein, dass wir Rauch sehen oder Ruß sehen an der Nase, ja, im Mund, Rachenreim, Rauch, Rachenraum, Mund-Rachenraum. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein ganz klares Warnsignal. Ja, wenn ich Ruß im Mund sehe, dann hat dieser Mensch heißes, giftiges Gas eingeatmet. Das muss ein Zeichen dafür sein, dass dieser Mensch mindestens mal gesehen werden muss vom Rettungsdienst. Am besten ins Krankenhaus, kommt zur Überwachung. Wir sehen uns natürlich auch irgendwie an, hat der sonst irgendwo Verbrennung? Ja, Verbrennungen sind immer ein Zeichen für Feuer, das ist irgendwie logisch. Ja. Haben wir jetzt oft nicht dabei, gäbe es aber grundlegend. Es gibt spezialisierte Geräte, die das Kohlenstoffmonoxid im Blut differenzieren können, die also quasi feststellen können, ist das jetzt Sauerstoff, was ich da ans Hämoglobin gebunden sehe, oder ist das Kohlenstoffmonoxid? Jetzt muss mir auf die Sprünge helfen, Nico, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, die Feuerwehr hat das inzwischen auf allen NEF in Berlin verteilt, zumindest auf einigen weiß ich's. Da stellst du mir eine Frage. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es immer der C-Dienst mindestens auf dem Fahrzeug hat. Das kann auch sein. Ob die NEF jetzt ausgestattet sind, kann ich so genau gar nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht weiß es ja einer von den Zuschauerinnen oder Zuschauern besser und schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall gibt es bei der Feuerwehr solche. Das heißt, bei einem entsprechenden Einsatz wird früher oder später mit irgendeinem der roten Autos auch ein CO-Messgerät dazukommen. Genau. Ja, das auf jeden Fall mal dran halten, um sich das anzugucken. Spätestens im Krankenhaus kann man das sowieso herausfinden. Man wird eine Blutgasanalyse machen, da kann man sich das anschauen. Ja? Krankenhaus ist sowieso das richtige Stichwort. Wenn wir irgendwas von diesen Zeichen gefunden haben, ne? Ruß, insbesondere irgendwie Ruß um die Nase oder sowas, Ruß im Rachenraum, wenn wir festgestellt haben, so ein bisschen unklare Symptomatik, und wir uns nicht ganz sicher sind, dann ist das ein Zeichen, dass dieser Mensch einmal das Krankenhaus aufsuchen sollte. Der muss einmal untersucht werden. Und üblicherweise würde man empfehlen, den auch zur Überwachung einmal da zu behalten. Das kann eben noch einen Moment dauern. Da können ganz viele schlimme Folgeschäden entstehen. Und wenn man dann schon im Krankenhaus ist, ist das einfach vorteilhaft. Genau. Und das ist eigentlich auch schon ein wunderbares abschließendes Wort.
was wir hier zum Thema Brand, Rauchgasvergiftung und Ähnlichem sagen können. Das heißt, mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nichts weiter übrig, als mich von euch zu verabschieden und wie immer darauf hinzuweisen, wenn ihr es noch nicht getan habt, entsprechend unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke für Benachrichtigungen zu drücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten sind wir natürlich auch sehr, sehr offen für Themenvorschläge von euch. Wenn euch also was interessiert, was wir hier mal abhandeln sollten, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare oder lasst es uns so wissen. Ansonsten wünsche ich euch auch einen möglichst guten Start in dieses neue Jahr. Und Nils und ich, wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.